Liebe Follower von meinem YouTube-Channel, innerhalb der Straßburg-Woche hatte ich Besuch von einer Besuchergruppe aus Sachsen-Anhalt, mit der ich sehr gute Gespräche über die aktuelle Politik und meine Arbeit hier in Brüssel hatte. Die Brexit-Entscheidung der britischen Bevölkerung war erneut zentrales Thema im Europaparlament, wobei insbesondere die Entscheidung von den Brexit-Wortführern Nigel Farage, der auch hier im Parlament ist, und Boris Johnson, die nun keine politische Verantwortung übernehmen wollen, nachdem sie ihr Land mit blankem Populismus und Lügen in eine Kampagne gegen Europa geführt haben, diese wurden hier parteiübergreifend kritisiert. Ein klarer Beweis, dass Populisten nicht zu trauen ist und sie nicht fähig sind oder Interesse haben, Politik für ihr Land und ihre Gesellschaften tatsächlich auch zu machen. Das zeigen auch die letzten Entwicklungen und Parteispaltungen der AfD in Deutschland über eindeutige Antisemiten und Holocaust-Verharmloser in ihren eigenen Reihen. Diese Woche hatte ich zwei Redebeiträge im Parlament. Ich sprach zum einen zum Arbeitsprogramm der Kommission 2017, dass wir nach dem erfolgreichen Klimaabkommen in Paris im letzten Jahr endlich eine Strategie und genug Potenzial zur Klimadiplomatie entwickeln müssen. Das betrifft die Kommission, aber auch das Parlament. Und ich arbeite daran, das Thema verstärkt in den Auswärtigen Ausschuss mit einzubringen. In der zweiten Rede sprach ich über den Bericht des Quartetts zum Nahost-Friedensprozess. Und ich unterstütze hier und unterstütze die Kritik eben des Generalsekretärs der Vereinten Nationen an der Entscheidung der israelischen Regierung, den Bau weiterer Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem voranzutreiben. Die Fußball-Europameisterschaft geht auch nicht hier am Parlament vorbei und es ist ein herrliches Thema auf den Fluren und in vielen Begegnungen, in den Fahrstühlen, im Gespräch in der Cafeteria. Viele Kollegen haben für das heutige Halbfinale viel Glück gewünscht und ich lade Sie, euch alle dazu ein, an dem Tippspiel der deutschen SPD-Europaabgeordneten mit teilzunehmen und durchaus noch mit einzusteigen. Mehr darunter ist zu finden unter www.spd-tippspiel.eu und ich wünsche allen eine gute Fußballzeit noch und folgen Sie weiter meiner Arbeit, schreiben Sie mir E-Mails, schauen Sie auf Facebook und heute erst einmal alles Gute und viele Grüße hier aus Straßburg. Tschüss.